Avatar, The Way of Water, nun der 5 erfolgreichsten Filme. James Camerons, 68, neuester Blockbuster hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Nicht einmal eine Handvoll an Filmen ist an den internationalen Kinokassen bisher erfolgreicher gewesen als Avatar, The Way of Water. Mittlerweile liege das Einspielergebnis des Films mit Sam Worthington, 46, und Zoe Saldana, 44, bei 2,054 Milliarden US-Dollar, wie unter anderem das Branchenmagazin Variety berichtet. Damit habe der Kinohit Avengers, Infinity War, 2,052 Milliarden, überholt und liege mittlerweile auf Rang 5 der aktuell nach Einspielergebnis erfolgreichsten Filme. Cameron beweist damit, dass kein anderer Regisseur ihm in Sachen Kinokasse auch nur annäherungsweise das Wasser reichen kann. Der Vorgänger Avatar, Aufbruch nach Pandora, bei dem ebenfalls der 68-jährige Regie führte, belegt mit 2,92 Milliarden unangefochten den ersten Platz. Ein weiterer Film Camerons. Titanic rangiert derzeit noch mit 2,19 Milliarden auf dem dritten Rang. Der Marvel-Blockbuster Avengers, Endgame verweilt unterdessen auf der 2,279 Milliarden, und Star Wars, das Erwachen der Macht liegt mit 2,07 Milliarden auf der 4. Erst vor wenigen Tagen hatte The Way of Water die 2 Milliarden Mauer durchbrochen, und es dürfte wohl auch nicht mehr lange dauern, bis sich James Camerons neuer Film einen weiteren Platz erkämpft. Beim Branchenportal Deadline gehe man etwa davon aus, dass der zweite Teil der Avatar-Reihe schon in wenigen Tagen auf Rang 4 vorstößt. Und es soll für Cameron noch lange nicht Schluss sein, ganz egal wo sich The Way of Water schließlich platzieren kann. Es sind bereits 3 weitere Filme der Reihe geplant. Der dritte Teil ist schon abgedreht und soll voraussichtlich im Dezember 2024 in die Kinos kommen.